Liebe Trader, heute erfolgte das Release des Guru Desk William O'Neill. Schauen wir uns das Ganze im Detail an. Zunächst einmal, wie komme ich in diese Oberfläche? Wie bei Windows haben wir hier unten unser quasi Startsymbol und hier sehen wir schon eine ganze Serie von vorgefertigten Trading Desks. Und an dieser Stelle sei erwähnt, ich habe quasi als Trading Desk eine Hauptumgebung, wie jetzt beispielsweise das Guru Desk William O'Neill, wo wir uns gezielt nur mit den Top-Wachstumsaktien, mit den stärksten Wachstumsaktien der Welt befassen. Ich kann mir aber für jedes Thema, zum Beispiel für die Qualitätsaktien, für den deutschen Markt oder auch für andere Märkte, übergeordnet ein Trading Desk erstellen und innerhalb dieses Trading Desks, wir sehen es, ich befinde mich ja schon in dieser Umgebung, kann ich mir dann zusätzlich einzelne Desktops erstellen, wo ich verschiedene Scanner offen habe, verschiedene Kurslisten und so kann ich gezielt und blitzschnell zwischen diesen einzelnen Umgebungen hin und her switchen und benötige nicht zwangsweise viele Monitore. Wenn man sich das Ganze mal schön zurechtgelegt hat, auch für jeden Markt, prozyklische Breakouts, dafür einen Desktop, dann vielleicht auch für die Rebound Phasen, wo wir dann Crashmärkte haben, wenn man sich das Ganze schön zurechtgelegt hat, ist es eine feine Sache. Und wenn man dann hier auf Guru Desk William O'Neill klickt, bekommt man hier schon in diese erste Standardoberfläche. Und was sehen wir hier? Hier haben wir unsere Interpretation des Ansatzes der Ken Slim Strategie von William O'Neill. Diese Liste wird jede Woche einmal erstellt und das Ziel ist ja, charttechnische Kaufsignale in den stärksten Wachstumsaktien der Welt systematisch zu identifizieren und dann natürlich auch aktiv zu traden. Und hier rechts bekommt man eine ausführliche Erläuterung, worum es in diesem Ansatz geht, für was die einzelnen Buchstaben stehen, von diesem siebenstufigen Screening-Prozess, welche Kaufsignale nach welchen gezielt Ausschau gehalten wird und sollte man außersehen dieses Fenster sie mal schließen. Wenn ich hier oben auf diesen Balken gehe, auf Help Area, kann ich mir das Ganze direkt auch wieder anzeigen lassen und dann einfach die Reiter öffnen, Guru Desks und hier William O'Neill, dann bekomme ich hier wieder diese Informationen, wo man sich dann in Ruhe mal durchlesen kann. Das Ziel ist es ja auch mit diesem Ansatz, unser Aktienuniversum jede Woche automatisiert zu reduzieren von mehreren tausend Aktien auf maximal 150 und diese, wie gesagt, überwachen wir systematisch nach wichtigen Breakouts und hierfür switche ich jetzt direkt mal in den zweiten Desktop und hier sehen wir diesen vordefinierten Scanner, wo nach sämtlichen Trendfolge-Breakout-Signalen gescreent wird. Ja, wir sehen zum Beispiel, diese Breakouts haben jetzt in den letzten zwei Tagen stattgefunden. Gestern zum Beispiel war markant eine NetEase. China Internet Stocks bilden ja im US-Markt aktuell einen Branchentrend. NetEase ist einer der Leader. Sehr schöner Breakout aus dieser Short-Term-Flatbase. Und im nächsten Zug ist natürlich auch immer wieder interessant für die Vorbereitung für den nächsten Tag oder so wie jetzt, wenn das Opening von USA unmittelbar bevorsteht. Welche Aktien stehen denn unmittelbar vor wichtigen Breakout-Signalen? Und hierfür kann man sich hier unten diese Kandidaten entsprechend anschauen. Was haben wir hier, was zum Beispiel interessant ist? Eine Patrick Industries, hier steht der Break über die Trend Continuation Line Linie unmittelbar bevor. Auch die Hersteller und Zulieferer von Freizeitfahrzeugen präsentieren sich in den letzten Wochen stark. Patrick Industries ist bei den Zulieferern zuzuordnen. Insofern sollte man auch diese Aktie für den heutigen Tag auf dem Schirm haben. Schauen wir noch weiter. Eine Arista Networks. Hier wurde zuletzt eine engere oder eine grundsätzliche Kooperation mit HP bekannt gegeben, auch hier wunderschöner Konsolidierungsverlauf auf hohem Niveau über die Zeitachse, eben nicht über die Preisachse. Aus solchen Phasen des Kräftesammelns können immer sehr schöne, starke neue Impulsbewegungen entstehen und sollte hier ein neues Hoch markiert werden, wäre auch diese Aktie direkt für einen neuen Momentum Trade interessant. Und wenn wir die Liste noch weiter runtergehen, wir haben hier zum Beispiel auch noch eine IDEX Laboratories. Auch hier ein sehr schönes Setup. Das ist immer auch eine Konstellation, die man sehr oft sieht und die ich selber auch sehr mag. Wir haben hier zuletzt einen neuen Pivotal Point bekommen über die Prognoseerhöhung. Dann hat die Aktie mehrere Wochen bullisch konsolidiert und hier gerade auch sehr schöne Konsolidierungsformation jetzt in den letzten Tagen. Die Handelsspanne engt sich
immer weiter ein, sodass man hier auch wunderbar ansetzen kann, wenn dieser Breakout nach oben getriggert wird. Und das Schöne ist ja auch bei diesen Aktien, wenn hier mal neues Momentum entsteht bei den Top Growth Aktien, dann kann es sehr, sehr dynamisch in den nächsten Tagen zur Sache gehen, sodass hier sehr explosive Bewegungen, ja, entstehen können. Was haben wir zum Beispiel noch, wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen? Alles bis 3% sollte man immer für den aktuellen Tag im Auge haben. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine Facebook Long Flatbase. Ja, auch ein sehr schönes Konsolidierungsverhalten. Und zum Beispiel auch eine Alibaba, ja, Chinese Internet Stocks, eine Alibaba hält sich zum Beispiel aktuell auch weiterhin gut. Und ja, desto mehr Kandidaten natürlich auch unmittelbar vor wichtigen Chartsignalen stehen. Das ist natürlich auch immer ein gewisser Rückschluss auf den Gesamtmarkt. Ja, wenn sich viele Growth Stocks, die ja auch immer so ein bisschen ein Indikator für eine Gesamtmarktverfassung darstellen können, wenn sich diese in aussichtsreichen Positionen befinden, schön konsolidieren, ist das, wie gesagt, auch immer ein positives Zeichen für den Gesamtmarkt. Und natürlich kann man sich auch die verschiedensten Scans selber zurechtlegen. Ja, ich kann hier zum Beispiel in diese Kursliste den Abstand zum Jahreshoch einfügen. Hier könnte ich jetzt noch weitere Kriterien wie die Trendstabilität hinzufügen, die Trendstärke. Das Minervini-Trendtemplate könnte ich mir auch noch als Indikator hinzufügen, einfach unter Indikatoren Trendtemplate. Und dann könnte ich sagen, zeig mir nur noch alle Aktien an, wo das Trendtemplate entsprechend aktiv ist, beziehungsweise erfüllt wird, oder auch noch mit dem Range-Kriterium arbeiten, was ich immer sehr, sehr gerne mache, dass einfach schöne Konsolidierungsformationen vorliegen, woraus dann ja einfach schöne Dynamik entstehen kann. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen weiteren Desk mit einer weiteren Liste, mit einem weiteren Ansatz für die Top-Wachstumsaktien der Welt. Und hier liegt der Fokus wirklich auf den reinen Wachstumskennzahlen, der stärkste Umsatz, das größte Gewinnwachstum. Bei der Can-Slim-Methode hat ja William O'Neill zum Beispiel noch gefordert, dass das Management auch immer noch einen gewissen Anteil an Aktien hält. Und hier mit diesem Ansatz verfolgt man wirklich nur die Unternehmen auf dem Schirm zu haben, wo das stärkste Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen, auf Jahresbasis, auf Quartalsbasis. Und auch diese Liste kann man dann sich entsprechend mit eigenen Screenern ausbauen und dann auch hier systematisch auf wichtige Breakout-Signale überwachen. Und damit hat man dann mit wenig Aufwand jeden Tag, also meistens immer eine Handvoll potenzieller Breakout-Kandidaten und kann natürlich auch über den Tag schauen, was gespielt wird, sodass einem kein wichtiger Breakout mehr bei den stärksten Wachstumsaktien der Welt entgeht.